Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Junge, willkommen zu einer weiteren Folge Counterstricken Assault. Na also endlich mal was ich kenne hier, nicht wahr? Antje macht schon ziemlich viel Spaß, aber Terror ist chillig und ich will ja immer fett gewinnen. Also ich glaube, ich nehme lieber Terror erstmal, dann weiß es nicht. Ich muss immer noch mein Beiskript schreiben, ich weiß. Schreit nicht so rum. Kommt. Ich bin Antje. Das Spiel ist schon am Laufen. 3-0 steht für uns. Also wenn das nicht, ne? Hier, nochmal für euch. Guck mal, ich konnte nicht zu Terror. Nicht, dass ihr denkt, ich bin Windteam-Joiner oder so ein Sack. Ich freue mich schon so auf Competitive. Und Monsieur Kennex, vielen Dank nochmal an dich, Kennex, will mir irgendwie was geben, womit ich dann schneller Erfahrungspunkte sammeln kann, weil ich irgendwelche Blood-Missionen machen darf oder so. Stimme ich schon nicht aus, nicht? Aber wir führen schon 4-0. Kann ich eigentlich auch im Spawn bleiben und in der Nase bohren. Irgendwie blöd, eine P90 hier. Hier spiele ich eigentlich am liebsten mit Scout oder MP, mit Scout MP5 oder M4. Kann man hier auch durchballern? Nee, oder? Alter, wie geil. Oh mein Gott. Kann ich da auch durchfallen? Nee, schade. Ihr hört mich gerade immer noch nicht so hoch. Alter, weil meine Stimme dann verschwindet, weil die Erkältung noch ganz leicht da ist. Ist das der Raum? Ist das der Raum, ne? Boah, es ist ja richtig böse, dass man da durchgucken kann. Leck mich ab. Oh, fuck. Leck mich am Ärmel, ey. Krass, ich wollte gerade sagen, wie gemein. Gegenüber den Terrors. Aber hey, die geben einem da ordentlich durch. Super, jetzt habe ich 3 HP. Männer, das wird jetzt aber unangenehm. Ich fühle mich gerade so ein bisschen nackt, weil, ne, also, gleich bin ich wahrscheinlich tot. Habe ich aber verdient, weil ich so rumkämpfe wie so ein Penis-Kopf. Da drin läuft einer da. Oh, nicht vom Dach springen, mal vor Schreck. Also Leute, da drüben ist, hier ist einer. Komm, ich smoke hier mal. Ich hab's echt drauf. Also heute hab ich merk schon. Zu meiner Verteidigung, ich gehe natürlich einfach ins Spiel rein und starte den Spaß. Und, oh Gott. Und spiel mich jetzt nicht warm, weil ich will, dass ihr jedes Spiel mitbekommt. Gleich sind meine Füße dran. Passt auf. Ja. Ach, komm. Oh mein Gott! Kann man da drauf ohne Damage? Ah ja, natürlich hier. Fuck. Oh Männer. I need fucking backup right now. Nein! Oh Gott, ich bin gerade so behindert schwach. Schreibt auch bitte mal in die Kommentare, ob es euch was ausmacht, dass die Runden manchmal länger sind. Also nicht die Runden, sondern die Folgen. Denn, wenn eine Folge total schwach war, also eine Runde, und ich die sehr schnell zusammenschneide und dann noch eine zweite hinten dran kloppt, dann kann es halt bis zu 10 Minuten lang werden. Das ist kacke. Sag mal, wo ist denn die MP5? Wollt mich verarschen, oder? Es gibt keine MP5? Hab ich mir ein Defuse-Kit gekauft? Ein Rescue-Kit. Es gibt Rescue-Kits! Es ist ja wohl... Leute? Gehören die zur Map? Nein, die sind tot. Hä? Alter, ich bin so behindert gerade. Ich bin so durchgepeitscht. Das ist unmöglich. Alter, we got a fucking problem, bro. No problem for me, because I'm Mr. Dipshit. Auf dem Dach. Ja, aber den einen habe ich noch schön geklatscht, oder? Müsst ihr zugeben. Krass, was ich hier treibe, bitte. Komm schon. Hört jetzt auf zu sterben kurz, okay? Go. Kommt jetzt mal mit. Meinst du mal einen gescheiten Rush? Ne, verrecken wir. Ah. Wo ist denn die Zeit? Da! Eigentlich ist es so, man geht hin, ne, und dann hat man mal eine Runde, wo man ein bisschen wartet, um zu gucken, ob die Hummeln im Hintern haben. Ich wollte es gerade eben sagen, und da kam schon der Erste mit Hummeln im Arsch rausgesprungen. Also die Taktik hätte funktioniert, erstmal ein paar wegklatschen, die rauskommen, also diesen einen. Dann sind es ja nur noch, Gott, wie viel spielen wir hier? 10 gegen 10? Hattet ihr früher auch Byscripts oder habt ihr Byscripts? Falls ihr gar nicht wisst, was das ist einfach ein selbstgeschriebenes Skript, dass man in die Counter-Strike-Config einfügt, dass man eben zum Beispiel, wenn ich auf den Noom-Block auf die 3 drücke, dass ich die Waffen, die ich dafür eingestellt habe, sofort habe. Ich muss es nicht auf B drücken. Ich habe es einfach plapp und habe alles in der Hand. Ich muss es nicht einkaufen. Ja. Habe ich früher immer gehabt. War nicht schlecht. Auch ESL zulässig. War es ESL zulässig? Ich glaube schon, ja. Warum wollt ihr ihn kicken? Was hat er jetzt wieder gemacht? Wollt ihr, dass die Runde schneller rumgeht? Ist das schrecklich? Ich will endlich competitive spielen. Guck dir mal die Kicker an. Also natürlich hat der Rush für mich jetzt wieder nicht hingehauen, weil ich einfach zu lahmarschig bin. Wir haben noch 1,40. Ist ja noch ein Haufen Zeit. Okay, die sind halt jetzt fett aufgepumpt, was das Geld angeht. Ne? Wahrscheinlich hat jeder eine Arbe und sobald man sich blicken lässt, wird man weggefickt. Mit den Waffen, die ich habe, will ich ungern einen Rush machen, aber... Oh, sorry, Alter. Erst mal ein Mate geflasht. Alter, der ist bei den Hostages. Geil. Ja, okay. Oh, er ist gerade gestorben. Scheiße. Ich hoffe, wir müssen da jetzt runter. Ich nehme einen Flash. Odin, bist du das? Ich bin so schlecht, oh Gott! Hast du gesehen? Ich muss ihn abschießen. Und es macht natürlich keiner was draus. Die anderen beiden verrecken. Voll das Mikrofon umgeschlagen vor Wut. Komm schon!
Achtung! Es sind noch vier Tees, okay. Geh du doch jetzt rein. Er sieht doch auf der Karte, dass einer mindestens, oder? Man sieht doch, dass einer drin ist. Die sind zu zweit drin. Der eine ist im Schacht, der andere ist unten. Und der hat eine Geisel auf dem Arm. Ist man da irgendwie beeinträchtigt eigentlich? Mich wäre stark interessieren. Ah, der hat sie einfach da auf dem Arm und steht. Komm! Nicht schießen. Er sieht doch auf dem Radar, dass jemand reinkommt von seinen Mails. Also. Natürlich, ich kann mir jetzt hier bei Under Public jetzt nicht so viel wünschen, wie es jetzt wäre, wenn ich mit Leuten im Teamspeak hock und das richtig abspreche, dass man sagt, Alter, da ist einer. Wir haben ja immer noch einen Dimmy, der draußen rumrennt wie so ein Hackel. Sein Name ist Gelb, ist schon gut, ist ein Terror, ist schon gut, ja. Okay, ich versuche jetzt einen Rush. Ich weiß nicht, welcher Leiter schneller ist. Da kam direkt einer rausgerusht, krass. Ich habe nur eine Flash, das ist schon mal schlecht. Fuck, haben halt gewartet, bitter. Okay, aber es macht schon mal einer mit. Let's do it, bro. Mit. Fuck, fuck, fuck. Nein! Oh, shit, da war einer drin. Da hätte ich reinrennen müssen. Aber das merkt ihr allein schon, wenn man das sagt und es zwei, drei mitgehen, das ist schon tausendmal besser, wie wenn ich da alleine wie so ein Hurenbock rumrenne und mich ficken lasse. Aber es sieht ja immer noch gut aus. Die drei sind ja noch drin. Guck mal, wenn der sich jetzt mal trauen würde, da hochzugehen. Ja, 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 ja. Das sieht auch gut. Komm schon. Der geht richtig. Komm schon. Mick, du kannst es. Na also, Leute. 4 gegen 3. Hopp. Komm schon. Renn, 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 renn. Ja, nice. Und da hinten noch den einen. Er hat die Hostage und ballert einfach da oben rum. Da ist der letzte drin. Ja, guck mal. Hab jetzt halt keine Flash, das ist blöd. Ah, fuck, die haben halt echt immer eine Arve stehen. Das ist bitter. Es muss unten noch einer durch das Tor und die Arve klatschen. Also, okay, eine Matchpoint oder was? Hab's grad nicht geblickt, was da jetzt los ist. Oh Gott, nein! Alter, die kamen einfach raus. Eigentlich so eine schwache Taktik. Eigentlich hätten wir die im Sack. Guck mal, wie die Hummeln im Hintern haben. Da ist noch einer. Oh, hat er die gefressen? Ich glaube, der hat die gefressen, oder? Ich versuche von oben zu klatschen mit meiner Pistole. Shit, Smoke geworfen. Nice, ist weg, ist weg. Okay. Da kommt einer hoch. Was treibe ich da, Mann? Ich bin so behindert, wirklich. Bro, da waren noch viele übrig. Naja, okay. Es hätte was werden können. Nun ja, vielen Dank fürs Zusehen, gell? Die nächste Runde, ich nehme sie direkt auf, aber ich mache hier einen Schnitt. Aber ihr könnt jetzt hier drunter schreiben, ob ihr gerne in Zukunft immer zwei Spiele sehen wollt, wenn es von der Zeit her geht. Ich will immer unter 10 Minuten bleiben. Nochmal Assault. Ja, aber dann will ich jetzt mal Terror sein hier, verdammt nochmal. Okay? Schreibt das bitte in die Kommentare, ob ihr, ne, oder ob es euch lieber ist, so knackige 4-Minuten-Folgen oder 5-Minuten-Folgen. Wenn euch das lieber ist, kann ich auch einfach immer, kann ich jeden Tag eigentlich was hochladen. Dann kann ich jeden Tag, einmal Amnesia, dann wieder Counter-Strike, dann wieder Amnesia, dann wieder Counter-Strike und die fetten Projekte schmeiße ich dann rein. Nun ja, alle, ihr könnt das ja machen, wie ihr sagen, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.